Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicos und draußen. Das Geile ist am Start, das ist wieder eine kleine Runde. Let's Show mal wieder. Ich habe ewig keine Let's Show mehr gemacht zu meiner Minecraft-Welt. Ich habe auch nicht mehr viel gebaut an dieser Minecraft-Welt. Aber eine Kleinigkeit habe ich dann doch gebaut und die habe ich nicht aufgenommen und euch nicht gezeigt. Und das möchte ich jetzt machen, und zwar ein SFG. Wir machen natürlich einen Kreativmodus. Ich habe das im Kreativmodus halt gespielt und bla bla bla. Ich bin auch die ganze Zeit dann Xbox One am Suchten jetzt, weil das auch viel größer und schöner ist als und bla bla bla. Und das bin ich manchmal am Livestreamen. Unten in der Videobeschreibung ist mein Livestream-Account, also mein Twitch-Account, verlinkt. Könnt ihr mal reinglotzen. Auf Facebook schreibe ich dann immer alles rein, wann ich was mache. So, jetzt bin ich natürlich total scheiße gespawnt. Das sieht man natürlich jetzt alles und bla bla bla. Das ist natürlich kacke. Das heißt, ich habe jetzt erstmal wahrscheinlich einen Cut gemacht, keine Ahnung. So, willkommen, Entschuldigung für den Cut, weil ihr seid ja eben gerade mittendrin gesehen und sowas. Das war ja kacke, weil ihr konntet ja alles sehen, was ich gebaut habe. Das war scheiße, das will ich euch ja eigentlich zeigen. Und wir sind hier natürlich bei unserem wunderschönen Haus. Und direkt neben unserem wunderschönen Haus habe ich das natürlich gebaut. Ihr kennt natürlich noch alles. Mein Schnellformat, hier haben wir den Gahulbaum. Meine kleine Farm, der Weg zum Gahulbaum, dann haben wir hier mein Panoramahäuschen, ist ja ganz klar, kennt ihr auch schon, alles drum und dran, meine kleine Eishalle, hier, Eisfläche, mein wunderschönen Urwald und das Geschiss hier oben drauf. Ich habe auch endlich was hier oben drauf hinklatschen können, und zwar... Toll. Ich wollte eigentlich ein Pixelart-Gemälde hinklatschen, aber es ist halt dann nur sowas hier geworden. Und mein Halo-Ring hat sich ein bisschen vergrößert. Ich muss den wahrscheinlich nochmal komplett einreißen, weil ich jetzt ein bisschen anders bauen kann alles. Aber so entsprechend sieht das jetzt halt aus. Ich kann jetzt alles anders bauen, hast nicht gesehen. Und ja, das ist mein kleines Halo-Gebiet hier. Ich habe noch kein Schneegebiet hier. Doch, da habe ich ein Schneegebiet. Ich wollte gerade sagen, ich muss auch ein Schneegebiet haben. Ja, ich weiß, ziemlich einfallslos zusammengebaut, aber ich muss es halt so komisch bauen. Es ging halt nicht anders. Weil halt mal alles runterfällt und blablabla, hast nicht gesehen. Dann, das kennt ihr ja schon alles hier. Jetzt habe ich natürlich noch ein großes Gebäude gebaut. Auch im Kreativmodus, weil ich bei meiner Schwester kein Internet hatte. Und dementsprechend war mir halt so langweilig. Da habe ich halt das die ganze Zeit gespielt. Um zu gucken, dass ich das nicht sehe. Wie sie seitlich fliegen. Oder einfach mit dem Kopf nach unten. Ja, ich bin ein rosa Panda. So, hier haben wir natürlich unsere kleine Farm hier. Und direkt in unserem Haus kommen wir jetzt zu unserem, kommen wir zum Eingang dieses wunderschönen Teils. Und, selbst erfunden, alles drum und dran. Ja, das hier ist ein Eingang, der Überlative. Keine Ahnung, wie lange ich dran gesessen habe, aber wie wird als Eigenkreation halt, hier halt mit. Kleineren Säulen, dann haben wir nochmal hier eine größere Säule. Innen drin haben wir ein Bäumchen, Scheiße hier und sowas. Kommt auch keiner rein. Und? Und das ist halt hier der Eingang. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, was ich rausgeschnitten habe. Ich habe ein bisschen übertrieben, ich weiß, aber shit happens. So, jetzt haben wir jetzt hier den Eingang. Ich habe keinen Plan, was das werden sollte hier. Das ist mir auch egal, ich habe es gebaut. Bläh. Und man geht halt einfach im Endeffekt nur hier lang, um halt hier lang zu gehen. Und am Ende ist nichts. Und wie sieht das Ganze halt jetzt mal oben aus? So wie ein Young-Style halt. Hast nicht gesehen. Hier schön mit Überdachung halt hier. Dahinter ist aber nichts so großartig. Ist einfach nur, damit es geil aussieht. Und ja, das habe ich dann so noch hier so hingeklatscht hier halt, ne? Das kennt ihr ja alles bereits. Und das Dach ist natürlich auch noch ein bisschen besonders. Auf diesem Teil haben wir natürlich erstmal das hier geklatscht. Und zwar erstmal extrem langweilig. Ja, passt schon. Keine Ahnung, warum ich das so gemacht habe, aber es war mir halt so langweilig und dann ist es halt, das hier dabei entstanden. Und
alles, wie gesagt, Eigenkreation, selbst ausgedacht und bla bla, also nichts irgendwie nachgeschaut, nachgeguckt oder sowas. Und dabei ist das dann entstanden. Ich wollte das ja eigentlich auch erst dementsprechend so groß machen, halt wie das hier. Hätte ich dann weiter ausbauen müssen und ich glaube, hier ist auch, glaube ich, die Grenze irgendwo. Das hätte eh nicht gepasst. Ich glaube, hier ist irgendwo die Grenze. Ja, hier ist die Grenze. Also sprich, ich hätte das gar nicht so weit ausbauen können. Das hätte scheiß ausgesehen. Im Endeffekt von oben betrachtet. Hat eine schöne Form. Meines Erachtens nach. Und ich war zwar sehr knapp mit den, auch mit den Gebäuden dann hier anbauend. Ich dachte, oh fuck, das war scheiße. Aber im Endeffekt hatte ich keinen Bock mehr, das einzureißen. Aber ganz ehrlich, ich finde das Dach habe ich ewig gebaut, bis ich irgendwas gefunden habe, was mir einigermaßen gefällt. Und das gefällt mir immer noch nicht so ganz. Aber ich sag mal, der Eingang sieht richtig cool aus, ey. Da ist so lange drin gesessen. Keine Ahnung mehr. Aber naja. Seitlich ist natürlich auch noch ein bisschen was zu betrachten. Hier und bla bla. Wisst ihr? Da habe ich sogar noch an dieses Detail gedacht. Hier und dann jetzt hier noch so weiter und bla bla. Und die Dinger haben auch ein Muster an den Seiten. Tja, ich wollte es wenn schon richtig übertreiben. Und das ist dabei entstanden halt. Dieses hier. Und auch hier die dementsprechend die Säulen halt hier. Auch auf der Rückseite. Auch nochmal. Ich habe wie gesagt. Hä? Das sind jetzt alles komische Treppenstufen. Falsch rum, dann auch. Diese halben Blöcke, die Slabs. Und das gleiche natürlich auf der Seite auch nochmal. Es war auf jeden Fall ein lustiges Projekt. So viel ist sicher. Was ist das denn? Überall so? Tatsache ist überall so. Okay, gut, dann soll es wohl so gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist mein letztes Bauprojekt hier auf dieser Map gewesen. Das ist mein derzeitig letztes Bauprojekt gewesen. War lustig. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich dran gesessen habe, was mich dazu inspiriert hat, das so zu bauen. Ich habe einfach gebaut. Ich wollte ein riesengroßes Gebäude bauen. Einfach mal ein riesengroßes Gebäude. So ein Tempel oder sowas. Und jetzt habe ich halt so aus dem Yin-Yang-Tempel halt gebastelt. Und einfach mal direkt neben meinem Bauernhäuschen. Weil es auch nicht falsch rüberkommt. Ja, und das ist im Endeffekt einfach nur sowas hier. Und ja, innen drin war ich sehr einfallslos. Ein bisschen geht nicht mehr. Jo. Freu mich nicht. Ich hab's einfach gebastelt. Und ich wollte ja eigentlich immer noch das Häuschen hier mal einreißen, weil mir auch diese Struktur hier nicht gefällt. Also nicht einreißen, sondern innen drin mal das ganze Gebäude mal kaputt machen. Und so weiter und so fort. Was ist das denn? Nein, da ist ein Kreuz drin. Ein Gefrierschrank, ein Kühlschrank. Schön. Ja, das ist ein Gefrierschrank und ein Kühlschrank. Gefrierschrank und Kühlschrank. Das haben wir alle schon mal hier gehabt hier. Ich will nochmal an alten Erinnerungen mal schwelgen. Mein Fernseherplatz hier mit der coolen Lampe. Pop. Und der sinnlose Raum hier, kann man als Abstellkammer benutzen. Natürlich auch meine Dusche. Sehr schön. Alles vorhanden. Und noch ein Badewasser. Ah. Schön. Ja. Das soll mit diesen kleinen Nebeninformationen zu meinem Update hier. Das muss das dritte Update jetzt sein. Ich glaube nicht, dass ich demnächst noch irgendwas drauf bauen werde auf dieser Map. Keine Ahnung. Musste ich mir cheaten, weil auf dieser Map kein Wald kommt. Also kein Dschungel. Ach, hier haben wir noch Dings. Und dann haben wir hier noch das hier. Ja, hat sich ein bisschen. Warum sind Schafe da drin? Achso, wie geht's eigentlich mein Stall hier? Da ist ein Schaf aus. Da ist ein Schaf bei den Schweinen. Da ist ein Ei. Warum ist ein Schwein bei den Kühen drin? Hallo! Das. Seid ihr bescheuert? Ihr habt die Kühe eingesperrt. Das ist ein Hühnerstall hier.
Verdammt normal! Die kleinen dreckigen Pissen-Viecher! Gibt's ja wohl nicht. Reines Tohuwabohu. Jetzt hab ich natürlich nur. Jetzt will ich mal alles gucken. Sind die auch irgendwo. Der hat Spaß jedenfalls. Habe ich jetzt auch Pferde und Esel jetzt hier drauf? Sind die irgendwo hier gespawnt oder? Warte, das ist noch Nö, die müssen ja hier auch einfach so drauf klatschen. Er hat ja auch Fledermäuse bei sich da auf Seiten Map gehabt. Ja. Das heißt, die müssen auch irgendwo Pferde rumgammeln. Meine super flachen in jedem Tempel halt hier auch Fledermäuse. Genauso wie Esel. Ah, ich habe keine Steppe hier als Gebiet. Das ist natürlich, ich habe nur haufenweise Wald. Da haben wir ein bisschen Steppe. Aber hier sind keine Pferde zu sehen. Na gut, das ist erstmal das, was aus dieser Welt jetzt noch geworden ist. Mehr sind nicht entstanden. Gaga, ihr kennt das ja. Habt ihr alle schon genauer betrachten können? Wenn nicht, guckt euch die alten Folgen an. Dann würde ich sagen, dann verabschiede ich mich mit diesem wunderschönen Ausblick. Und ja, das war mein kleines Mini-Video noch zum Abschied. Frohes Neues, guten Rutsch und bla bla, keine Ahnung. Tschüss!